Einen wunderschönen guten Morgen zu einem weiteren Spotlight auf ein Mitglied des German Mittelstand e.V. Heute schalten wir dazu nach Kapstadt. Dort ist die Christine Kriegel zugeschaltet. Die Christine hat ein Unternehmen gegründet. Ich blende das gleich mal ein. Das nennt sich New KMU. Und was das bedeutet, was es damit auf sich hat, was sie damit tut und vielleicht auch, warum sie das von Kapstadt aus tut, wird sie uns gleich selbst verraten. Ich schalte deswegen nach Kapstadt, nicht ohne meine Gäste im Studio zu begrüßen, wobei das Studio weltumspannend gerade ist. Wir grüßen nach Nürnberg, wir grüßen nach Hessen, wir grüßen nach Hamburg und wir grüßen nach Tokio. Also du hast weltweit Zuhörer jetzt, Zuschauer gerade, Christine. Ich schalte die Uhr an und die Zeit ist jetzt erstmal deine, um dich vorzustellen. Ich freue mich. Ja, vielen herzlichen Dank, Andi, für die Einführung und den Raum, den ich hier heute bekomme, mein Unternehmen vorzustellen und natürlich auch an alle, die jetzt dabei sind, für euer Interesse. Das freut mich wirklich sehr. Genau, was mache ich mit meinem Unternehmen? Das ist, wie gesagt, ein sehr junges Unternehmen. Ich habe New KMU Anfang des Jahres gegründet als Einzelunternehmen und würde, bevor ich sage, was ich da eigentlich mache, gerne mit meinem Warum starten. Denn das ist so die ganze Motivation dahinter. Und für mich ist es, die Arbeitswelt von morgen einfach aktiv mitzugestalten. Und warum möchte ich das machen, ist darin begründet, dass ich gerade in meiner letzten Festanstellung auch selbst erfahren durfte, was es für den Einzelnen bedeutet, wenn Teamarbeit, Teamzusammenarbeit wirklich gut funktioniert. Wenn ich mich in meinen Aufgaben selbstwirksam fühle, wenn gemeinsam neue Ideen geschaffen werden, es da auch den Raum dafür gibt, eine tolle Feedback- und Fehlerkultur und was es dann auch für das Unternehmen als Ganzes bedeutet, wenn die Mitarbeiter dieses Mindset und auch dieses Gefühl haben und auch an neue Mitarbeiter weitertragen und sich das Ganze sozusagen multipliziert. Und das war so meine Grundidee dahinter, diese Energie und diese Erfahrungen weiterzutragen in andere Unternehmen, weil ich in den Stationen davor auch mitbekommen habe, wie man sich da fühlen kann, wenn Teamarbeit vielleicht nicht so gut funktioniert, wenn Meetings nicht so effizient sind, wenn die Prozesse lange dauern. Und genau das möchte ich mitnehmen in andere Organisationen. Und da habe ich mich auf kleine und mittelständische Unternehmen fokussiert, die eine Veränderung haben wollen in ihrem Unternehmen, in der Unternehmens- und Arbeitskultur. Und eben die ganzen Mitarbeiter, die dort arbeiten, mit ihren Teams auch dabei zu begleiten, eine Veränderung herbeizuführen. Und warum betone ich das, dass es kleine und mittelständische Unternehmen sein müssen, die die Veränderung auch wollen, weil das natürlich nur möglich ist, wenn da alle an einem Strang ziehen. Es lässt sich ja keine Veränderung von außen aufdrängen, sondern das ist ein Prozess, der von innen heraus angestoßen wird. Und dabei möchte ich unterstützen auf verschiedenen Ebenen, also sei es auf menschlicher und Teamebene, auf der Prozessebene oder auf der Organisationsebene. Und was bedeutet ein Wandel der Unternehmens- und Arbeitskultur für mich? Das sind ja so Begriffe, die immer so im Raum rumschwirren und wo auch jeder wahrscheinlich so ein bisschen seine eigene Definition hat. Oder sei es auch die Themen Work, die im Raum schwimmen, Agilität. Da gibt es viele verschiedene Definitionen zu und für mich ist es einfach dieses Mindset, die Motivation, die daraus entsteht, der strukturelle Wandel zu mehr Offenheit Richtung der Bedürfnisse einzelner Mitarbeiter. Wir haben ja auch einen Wandel von oder der angestoßen wird von der Generation YZ, die andere Bedürfnisse an ihre Arbeitgeber haben, als das früher vielleicht der Fall war. Und ja, dass es auch einen Wandel der Unternehmens- und Führungskultur bedarf, um das Unternehmen von innen heraus zu stärken, auch robust und flexibel auf die Veränderung des Marktes eingehen zu können. Genau, und da stütze ich mich auf diese drei Säulen, also Teams dabei zu begleiten, Zielklarheit und ein klares Rollenverständnis in ihrem Team zu haben,
Kommunikation zum Beispiel zu stärken, ihre Meetings effizienter zu gestalten, vielleicht auch mit neuen Methoden oder Tools, neuen Meetingformen, die in manchen Teams vielleicht noch nicht so bekannt sind, in anderen wieder mehr, zum Beispiel Retrospektiven, die Dailies, wie man sie aus Scrum kennt, also einem recht bekannten agilen Framework. Wie kann ich Wissenstransfer gestalten, nicht nur von Kollegen, die vielleicht schon länger im Team sind, an die neuen Mitarbeiter, sondern auch zwischen zum Beispiel Projektteams oder auch auf der Organisationsebene. Wie schaffe ich ein Leitbild, ein Purpose oder auch ein Werteverbund für das Unternehmen? Wie wird er reflektiert, sodass sich das gesamte Unternehmen mit den Mitarbeitern und den Teams auch darauf ausrichtet, um auf einen bestimmten Zweck hinzuarbeiten? Und was kann ich auch an der Führungskultur vielleicht verändern? Welche New Work Hacks oder neuen Arbeitsmethoden gibt es, die wir in unseren Alltag integrieren können? Können wir digitale Werkzeuge für uns verwenden? Und auf der Prozessebene zum Beispiel eben auch, wie gestalte ich die schlanker, agiler? Können wir vielleicht Prozessleichen eliminieren und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess da auch etablieren, dass wir uns immer wieder neu reflektieren? Das war auch so eine Sache, die ich persönlich für mich festgestellt habe, dass gerade für solche Reflexionsthemen im Arbeitsalltag noch wenig Zeit bleibt. Er ist häufig sehr, sehr voll mit den operativen Aufgaben und wir nehmen uns recht wenig Zeit, auch die Arbeitsweise oder auch die Zusammenarbeit im Team zu reflektieren. Wie können wir das effizienter gestalten? Wie können wir das so gestalten, dass jeder seine Stärken möglichst gut einbringen kann? Und all das zusammen ist ja ein sehr großes Gebiet, deswegen gibt es da auch keinen einzelnen Service, den ich mit New KMU anbiete. Es ist eine Beratungsleistung, eine Begleitung, die ich leisten möchte mit dem Blickwinkel eines digitalen Nomaden, der ja diese Perspektive hat, oder eines Digital Natives, sage ich mal. Ich bin ja nicht immer unterwegs wie vielleicht digitale Nomaden, ja, einfach zu schauen, wo können wir ansetzen, welche Stellschrauben gibt es im Unternehmen, wie kann ich auch einzelne Mitarbeiter fördern, begleiten, und dafür habe ich zum Beispiel Workshops, die ich anbieten möchte, aber auch eben ganze Projekte, wo man sich das Unternehmen als Ganzes anschaut oder auch eben einzelne Teams, um die Stellschrauben zu identifizieren und was könnten vielleicht nächste Schritte sein. Wo können wir neue Methoden, New Work Hacks ausprobieren in Pilotprojekten und das Ganze dann beobachten, anpassen, bis das Gesamte dann ausgerollt werden kann? Ja, da bin ich ganz überzeugt davon. Ich stoppe mal die Uhr an der Stelle und ich gehe davon aus, dass wir viele Fragen haben. Ich sehe schon, dass an dem einen oder anderen Gesicht, da juckt es wahrscheinlich schon. Wer möchte denn den Anfang machen und Fragen an unsere Christine stellen? Christine, vielen lieben Dank. Charmante Vorstellung. Du bist jetzt gerade in Südafrika. 2 Monate, sagtest du, richtig? Genau. Kannst du uns noch mal zu deiner Vita, in welcher Branche bist du da groß geworden oder da aktiv? Und was war für dich der Punkt zu sagen, das Angestelltsein, das mag ich nicht mehr, ich muss jetzt das anders machen? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist ein Punkt, der... Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wenn man sein Unternehmen so präsentieren darf. Ich bin ursprünglich studierte Wirtschaftsingenieurin für Maschinenbau, war dann neben dem Studium aber viel in der Automotive-Branche, wie so viele Ingenieure in Deutschland, bei verschiedenen Herstellern tätig und wollte dann aber erstmal nach dem Studium aus dem Konzern eigentlich wieder raus. Und fand deswegen eine Beratung sehr spannend, wo man einfach Einblicke bekommen kann in verschiedene Projekte bei verschiedenen Kunden. Wo sind die Unterschiede? Damals hatte ich den Fokus noch nicht so auf die Arbeitsweise gelegt, sondern die Vielfalt an Projekten und Abläufen kennenzulernen, Art von Kunden. Das heißt, ich hatte bisher jetzt die meiste Erfahrung im Automotive-Umfeld gesammelt, was ich auch in der Technologieberatung die letzten Jahre so weiter fortgeführt hat.
bin auch aktuell operativ, also es ist ja noch ein sehr junges Unternehmen. Das heißt, ich arbeite weiter an meiner Strategie, an den Inhalten, mache Weiterbildungen nebenbei und das Ganze ist ja noch im Formungsprozess, sage ich mal. Bin ich auch operativ noch in einem Softwareentwicklungsprojekt, aber eben als Freiberuflerin jetzt. Deswegen eröffnet mir das solche Möglichkeiten, jetzt aus Kapstadt zu arbeiten. Bin da in einem Scrum-Team wollte eben auch die Seite kennenlernen, in einem agilen Team auch tätig zu sein, um es entsprechend anleiten zu können und auch erkennen zu können, wie wird das Ganze gelebt in verschiedenen Teams. Genau, und die erste Frage war ja, woher komme ich? Also Automotive-Branche ursprünglich so bei mir das Steckenpferd, aber ich bin jetzt nicht auf eine Branche spezialisiert aktuell. Das kann sich vielleicht in Zukunft für mich so etablieren. Möchte ich aber anfangs nicht einschränken, weil der Wandel zu einer neuen Unternehmens- und Arbeitskultur betrifft für mich eben nicht nur die Softwareunternehmen, sondern eigentlich alle. Und ich denke, in allen Unternehmen kann man da ansetzen und vielleicht ergibt sich da in Zukunft eine Spezialisierung vielleicht auch nicht. Ich fand einfach dieses Erlebnis so schön mit den tollen Kollegen, diesen Zusammenhalt zu erleben und auch diese Kultur zu erleben, wie ich mich nicht nur in den Projekten einbringen kann, sondern eben auch zum Beispiel in internen Aufgaben. Das heißt, neue Mitarbeiter onzuboarden, einzuarbeiten, also nicht nur im Team fachlich, sondern auch in die Unternehmenskultur. Und da fängt man erstmal an, sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich eine Unternehmenskultur? Wofür hat man das? Was macht das aus? Und auch neue Methoden habe ich kennengelernt, also wie agil zusammengearbeitet werden kann. Wir waren zum Beispiel auch bürokratisch aufgestellt. Das wird vielleicht nicht jedem was sagen. Das ist eine Art Organisationsform in Kreisen, sodass stark interdisziplinär zusammengearbeitet wird, zum Beispiel auch in Kompetenzzentren. Und das Ganze nicht jetzt in einzelnen Abteilungen angeordnet ist. Fand das einfach spannend und habe mich immer mehr damit beschäftigt, was macht das aus, welche Methoden gibt es, was ist eigentlich New Work allgemein für mich, warum braucht es das aus meiner Sicht und warum wollte ich selbstständig sein. Ich wollte mich noch mehr ausprobieren in verschiedensten Dingen, noch mehr Zeit haben am Anfang auch, mich weiterzubilden und neue Ideen zu sammeln, kreativ zu werden und vor allem auch komplett frei entscheiden zu können, womit ich meine Zeit verbringe, womit ich mich beschäftige, in welche Projekte ich reingehen möchte, was mich interessiert, weil dann ist man natürlich am Ende auch darin, wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen und die einen interessieren. Und ein Punkt war auch tatsächlich das ortsunabhängige Arbeiten, was immer mehr möglich wird, aber noch nicht überall der Fall ist oder dass es zum Beispiel auf Deutschland beschränkt ist. Und da fühle ich mich sehr frei in der Entscheidung, auch mal eben 2 Monate von hier arbeiten zu können. Tine, Frage von meiner Seite. Kennst du schon Leadership? Bist du da schon mit dabei? Und hast du, wenn du es noch nicht kennst, würdest du gerne wissen, was es ist und wie man da mitmacht? Vom German Mittelstand? Ja. Kläre ich gerne auf. Ja, würde ich sehr gerne erfahren. Das macht der Ole am besten. Das ist nämlich der Chef von Leadership. Und ich glaube, genau. Der würde freuen, wenn er dich dabei hätte. Exakt. Also erstmal vielen lieben Dank, Christine, nochmal. Leadership ist ein Cluster innerhalb des German Mittelstands, so wie es andere Cluster gibt, Security ID oder das Digitale etc. pp. Machen wir uns im Cluster Leadership Gedanken darüber, wie bringen wir oder wie können wir den Mittelstand unterstützen mit Reflektieren, mit Sichtweisen, neuen Ansätzen, da gehört auch deine Sichtweise dazu, also brauchen wir andere Arbeitsformen, andere Methoden, aber vor allen Dingen, wo setzen wir an, weil leider ist immer noch so, innerhalb des Leaderships in mittelständischen Unternehmen, gerade in familiengeführten Unternehmen, die einzige Devise so, es wird so gemacht, wie Chef oder Chefin
sagt und alles hört auf mein Kommando oder so weiter. Und da verliert man Leute. Das ging früher vielleicht mal, vor 10, 20, 30 Jahren. Das geht aber heute nicht mehr, weil du die Leute eben halt begeistern musst. Und wenn du Menschen begeistern kannst, und da fängt Führung ja auch schon an und hört das auch nie auf, dann begeistern sie sich innerhalb des Teams. Und wenn ein Team begeistert ist, begeistern sie zusammen die Kunden. Und was machen begeisterte Kunden? Naja, klar, genau das, was sie nachher am Ende des Tages sollten. Und im Rahmen des Leadership Clusters setzen wir uns mit verschiedenen Formaten auseinander. Wir haben jetzt zum Beispiel die Leaders Lounge, die alle 2 Wochen stattfindet, und da ist der erste Termin, wenn ich es jetzt recht erinnere, der 14.11. um 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Da treffen wir alle führungsinteressierten Menschen sozusagen in einem kleinen Summit, lockeres Zusammenkommen, und da werden immer mal wieder 1, 2, 3 Impulse gesetzt, wie zum Beispiel, was weiß ich, was ist denn überhaupt eine Kultur, was du auch schon angerissen hast, wie gehen wir denn da überhaupt mit um und haben wir überhaupt eine Möglichkeit, das zu beeinflussen und so weiter und so weiter. Kurz, knackig, alle 2 Wochen, halbe Stunde, jeder, der sozusagen im Rahmen des German Mittelstands, aber auch darüber hinaus, sich dem Thema Führung irgendwie mit verschreibt, kann da gerne mitmachen und ist herzlich eingeladen. Ja, vielen Dank, das klingt super spannend, und da beschreibst du auch genau die größte Herausforderung, der sich mein neues Unternehmen dann stellen wird müssen. Genau diese Erkenntnis, brauchst du das überhaupt, ist es ja in dem Unternehmen auf dich die höchste Priorität oder wird nicht als solche erkannt. Und da kann man natürlich nur schwer ansetzen. Da müssen alle an einem Strang ziehen. Und die Veränderung muss auch gewollt werden. Genau, das wird die Kunst sein. Ich hätte wahrscheinlich noch viele Fragen jetzt an dich, aber im Anblick der Zeit, wir haben uns ja 20 Minuten vorgenommen, also wir haben noch 2 Minuten oder 3. Aber die Frage wäre, wie kommst du denn an deine Kunden ran? Aber nachdem ich jetzt so ein bisschen gelernt habe, dass das ja ein Start-up im besten Sinne des Wortes ist und sich auch noch zum Teil findet, vermutlich hast du noch möglicherweise noch gar keine vorgefertigte Strategie, um Neukunden zu gewinnen. Aber da ist wahrscheinlich der Austausch in so einer Gruppe mit anderen sehr wertvoll. Oder hast du da schon genaue Pläne? Wo soll es denn hingehen mit New KMU? Was wird es ein weltumspannender Konzern oder soll es etwas Kleines bleiben? Soweit habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Ich kann mir gut vorstellen, mit der Firma in Zukunft oder Mitarbeiter einzustellen, wenn es dann soweit kommt. Einfach weil so eine Transformation, wenn sie in einem größeren Stil durchgeführt wird, sagen wir mal eine agile Transformation, ist alleine nicht zu schaffen. In einem mittelständischen Unternehmen, bei wenigen Mitarbeitern vielleicht ja, aber sobald es mehr werden, braucht man Partnerschaften oder Mitarbeiter, die einen dabei unterstützen, weil es einfach alleine nicht ableistbar ist. Aktuell, genau richtig beschrieben, befinde ich mich noch in der Findungsphase und konzentriere mich noch darauf, mich weiterzubilden, starte aber mit den Workshop-Angeboten. Da habe ich aktuell 4, die ich auf meiner Webseite anbiete. Das ist dann so ein knapper Ausschnitt, Tagesworkshops, 2 Tagesworkshops, und richte mich demnach immer weiter daran aus, was brauchen die Unternehmen, um auch meine Herangehensweise zu schärfen. Das ist ja so ein kleiner Twist bei mir in der Karriere, und da muss man sich auch erstmal finden. Und ansonsten läuft das ganz gut auch, wenn Unternehmen aktiv auf die Suche gehen. Es gibt ja auch da viele Möglichkeiten, als agiler Coach zum Beispiel extern mit reinzukommen und dann zu schauen. Ansonsten stehe ich in engem Austausch mit anderen agilen Coaches oder auch Beratern, die sich mit denselben Themen beschäftigen, um sich über die Themen auszutauschen, aber auch über die Vorgehensweise. Und da bin ich selber auch sehr gespannt, sich das die nächsten Monate, Jahre entwickelt, und freue mich schon drauf. Wunderbar, dann haben wir die Zeit ausgeschöpft. Wenn es jetzt noch eine dringende Frage aus der Runde gibt, ich gucke mal, aber das sehe ich jetzt keine scharrenden Hufe an der Stelle, dann sage ich, Christine, vielen Dank für die Einblicke in dein Business. Herzlich willkommen im Next Generation Unternehmertum, da gehörst du hin. Da wirst du wertvolle Impulse setzen und wahrscheinlich auch für dich wertvolle Impulse mitnehmen, für dein persönliches Unternehmen, aber auch für die Unternehmen, die du zukünftig berätst. Und ich denke, im Austausch gerade mit einigen der, in dem Fall Jungs, die auch hier in der Runde sind, können wir gegenseitig voneinander wirklich profitieren auf vielen Ebenen. Insofern vielen Dank, und ich freue mich schon auf das nächste Spotlight nächste Woche Donnerstag. Für heute wünsche ich euch erst einmal einen wundervollen Rest Donnerstag. Bye, bye.